Einen schönen guten Tag, liebe Idee. Ich begrüße euch recht herzlich zum Finale von Star Wars Jedi Survivor. Es geht nun gegen Boat, von dem wir am Anfang dachten, er wäre unser Freund, hat sich jetzt nun herausgestellt, er arbeitete schon die ganze Zeit für das Imperium. Nun geht es darum, Rache zu üben bzw. ihn zu stellen. Ob Kyle der dunklen Seite verfallen wird oder nicht, das erfahren wir jetzt. Let's go! Pack dich rein! So wird's gemacht. So wird's gemacht und nicht anders. Oh. Er ist nicht hier. Sehen wir uns um. Da ist der Peilsender. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Das Ding sieht aus wie der Todesstern. Eine Lampe oder was auch immer das sein soll. Hier können wir nochmal speichern. Machen wir gerade mal. Und ich habe 3 Fähigkeitspunkte, die gebe ich einfach nochmal aus. Was auch immer. Habe ich nämlich schon alles. Vielleicht noch die Parierstange. Ja. Dann ich Parierstange komplett. Okay. Und weiter. Und weiter. Mama. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Katha. Hm? Nur du und ich. Boats Tochter. Und ihre Mutter. Familienporträt. Scannen. Hey, Katha. Ich werde bald zu Hause sein. Ah, hier lag sie wahrscheinlich rum. Da liegt doch Spielzeug auf dem Boden. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Sonst noch was in diesem Zimmer? Ich glaube nicht. Erkennen. Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. Was gefunden? Das ist das Holo, das Dagon sich angesehen hat. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Katha sein. Ich bin Cal. Und das ist BD-1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Katha? Er sagte, ich soll packen gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Katha. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Katha. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären.
Oder, Cal? Da ist ja Muki. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Kata Besorgungen machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwick versteckt uns so lange, Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tanelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden? Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Kata! Lauf! Okay, es geht los. Der Eindringling ist in meinem Quartier. Er ist bewaffnet. Erschießt ihn. Tötet diesen Jedi. Danke für gar nichts, Boot. Los, auf dem Weg. Boah, geil. Drücke LS und RS, damit Cal sich der Dunkelheit hingibt. Nein! Sorry, ich musste ein bisschen räuspern. Ey, bitte nicht. Cal, warum? Warum? Du bist ein Jedi. Sein Lichtschwert ist trotzdem nicht rot. Alter, das ist krass. Okay, da muckt gerade so ein bisschen die Aufnahme. Ich guck mal kurz, was da los ist. Moment. Okay, weiter geht's. Aber auch die Musik, ne? Aber dass wir jetzt quasi... Ja, gib dich der Dunkelheit hin. Das ist halt so... Ich weiß nicht, das impliziert schon so ein bisschen, ja, Sith. Aber jetzt muss es nicht zwangsläufig. Oh, Merkel ist stärker geworden. Das ist ein Hass. Du
Selbst der Kleine muss dran glauben. Ach komm schon. Ach du Scheiße. Okay, es wird Zeit. Aber jeder Schlag ist ein Insta-Kill. Außer sie haben jetzt zum Beispiel ein Schild. Hier, wo jetzt hin? Ah, hier, alle Wege sind offen. Hier durch. Halt's geradeaus. Dass er die jetzt auch einfach zerfetzen kann, ne? Also die, seine Macht ist größer. Ja, die können ruhig kämpfen und miteinander, passt schon. Wird er spurlos verschwinden. Hey Marin, hast du das gehört? Marin? Wo steckt sie denn? Zerstört den Jäger! Der Verräter darf nicht entkommen! Wir kommen zu spät. Ah, ich glaube nicht, dass Bolt geflohen ist, sondern dass er seine Tochter in Sicherheit gebracht hat. Das gesamte Personal meldet sich sofort im Hangar. Marin! Marin? Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Hinter dir. Wie kommen wir denn jetzt rüber? Ah, guten Tag. Ach, komm schon. Ja.
Das ist wirklich die letzte Schlacht. Guck mal, wie viele Gegner, die mir auf den Hals setzen. Na komm schon, mach mir das Leben nicht so schwer. Nur blocken können sie. Guck mal, hat nicht mal eine Chance anzugreifen, richtig unfair von mir. Ja, die Doppelklinge, die ist schon nicht ohne. Okay, und jetzt? Ach du Kacke. Ohne diese Fähigkeit hätte ich das niemals geschafft. Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Cal! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht. Komm zur Mantis. Bestell den Inquisitoren Grüße von mir. Vader ist als nächstes dran. Ich bin okay. Mir geht's gut, Kumpel. Aber Cal kann ihn ja nicht töten, weil er von Luke Skywalker getötet wird. Das wäre sonst nicht lore-konform. Und ich wette, Boat wartet bei der Mantis. Habe ich Brief und Siegel drauf. Ich muss vergessen einzusammeln? Nö. Hier können wir nochmal speichern. Das mache ich gerade mal, weil wir so viel Action gerade hatten. Einem Erfahrungspunkt kann ich mir okay, leider nichts kaufen. Weiter geht's. Also Leisten an Fähigkeiten, deswegen. Aber dass wir immer noch mit dieser Kleidung hier rumlaufen, das ist super geil. Kann ich die switchen? Kann ich die jetzt nicht ablegen? Das sieht ein bisschen komisch aus. Taktischer Leitfaden. Nee, geht gerade nicht. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Was war das? War das... Ich weiß nicht, was das war. Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. Na endlich, ich habe mir Sorgen gemacht. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Cal. Wir wissen nicht, wo Boat ist.
Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werd's ertragen. Haben wir verloren? Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass ich die Mantis durch einen Nebel fliege, der Schiffe frisst, in einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Okay, das heißt wieder auf nach Kobo. Ich weiß auch, wovon die reden, beziehungsweise wo das ist. Ich hätte vorgeschlagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich dort bin. Weil dann sparen wir uns ein bisschen Laufweg und folgen dann weiterhin Boat, um ihn zu stellen. Also, ich bin gleich wieder zurück und dann sehen wir dann, wie es weitergeht. Protokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Hey, let's go. Wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand Hello there. Turkle vielleicht? Vielleicht nicht Turkle. Auslöschungstruppler, was machen die hier? Gute Frage. Vielleicht hat Bolt sie geschickt. Hat gute Connections zum Imperium. Ich fürchte dich. Na geil, noch mehr. Und darunter. Gott, was ist hier los? Alter, was ein Chaos. BD, hier! Kopfkorn, auf ihn! Ein schwacher Schlag. Du bist schnell. Komm her, verrennbar. Komm schon, Alter! Was zum Teufel? Tja, genau. Ich komme einfach mal vorbei. Ich fühle mich schwach, BD. Okay. Ach komm, Alter, was denn? Hey, die werfen Bomben ab, das könnte ich gebrauchen. Könnt ihr mal nochmal eine Bombe werfen? Das wäre voll cool. Boah. Hey, Kumpel! Jawohl. Okay, scheinen alle gewesen zu sein. Wow. Oh Gott, ich bin gleich tot. Schnell. Oh Gott. Voll aufgeladen.
Ja, come on. Krieg ihn nicht. Brauch Unterstützung. Alter, wie viele denn noch? Was zum Teufel? Gar nichts wirst du. Sie haben uns erwartet. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Alter, so eine kleine Armee, so kurz vor Ende. Ja, klar, doch, Bruder. Was das sieht vielversprechend aus. Ah, jetzt kann ich damit interagieren. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gefragt, als ich hier war, warum ich das nicht öffnen kann. Jetzt geht's. Kree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht auffallen. Ah, hier sind wir. Leitet aus dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Kree lassen. Sie hat an alles gedacht. Boah, da ist es hell. Wer denn? Ach was. Das ist ein kompletter Turm. Alles klar. Ja, und jetzt? Aktivieren. Du hast es geschafft. Chris hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Von weiter weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Kree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Reiseziel freigeschaltet, Tenalore. Oh shit, es geht los. Ja, aber so wie es aussieht, ist das trotzdem nicht die letzte Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt noch so viel kommt, aber wir werden das wohl nicht in dieser Episode alles beenden können, weil ich glaube, da kommt noch eine Menge. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie groß Tenalore ist oder ob wir direkt in den Kampf starten. I don't know. Deswegen, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Aber ihr merkt, wir nähern uns schon gemächlichen Schritten Richtung Ende. Und mal sehen, was uns auf Tenalore erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ein Ort, den wir noch nicht bisher gesehen haben. Und mal sehen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.